Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich, der Micha. Und ja, es ist soweit. Wir sprechen über Strixhaven Akademie der Magier. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer mit dem Gewinner und da gehen Glückwünsche raus an Fabian Künstler. Wir haben unter deinem Gewinnerkommentar Infos hinterlassen, wie du deinen Gewinn abholen kannst. Schau danach, um mit uns ins Kontakt zu treten. Ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Und von GameGenic gibt es nochmal wieder 2 Marvel Champion Art Sleeves Packages und eine Deckholder 100 Plus Deckbox. Wir haben gemerkt, das kommt super bei euch an. Also schaut gerne im Shop nochmal nach. Es gibt ja noch andere Motive davon. Ja. Da könnt ihr euch auch noch austoben. Ja, auch richtig cool ist aber unsere Facebook-Aktion zu Strixhaven. Die läuft ja bereits und da verlosen wir mindestens ein Draft-Booster-Display, aber bis zu 3 Displays gehen raus, wenn die Aktion sowie unsere Facebook-Seite genügend Likes erreicht. Also je mehr Likes die Aktion bekommt, desto mehr Preise gehen raus. Also teilt die Aktion, gebt da Freunden Bescheid, damit wir dieses Ziel erreichen. Ja, was ist passiert? War wieder eine spannende Woche. Veröffentlicht haben wir das Commander Stream Duell 24. Da war ja der Gerrit zu Gast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. War auch eine sehr lustige Partie. Dann haben wir aber Kaltheim Constructed Deck Duelle gezockt. Ne? War auch richtig challenging. Hat mega Bock gemacht. Und Full Power haben wir diesmal gespielt. Ne? Freie Auswahl auf alle Kaltheim Karten. Dann gingen die besten Remasuris online. Ne, ein sehr, sehr starker Kreaturenstamm mit einer der stärksten, definitiv. Ne? Wirklich super, ja. Hat dich auch überzeugt. Ja. Ja. Die jetzt auch in Zeitspirale Remastered wieder findbar sind. Da sind also Remasuris wieder drin, das haben wir zum Anlass genommen. Ja, und dann haben wir euch noch das fehlende Ultra Pro-Zubehör zu Kaltheim vorgestellt, denn es kamen endlich die Spielmatten an. Ja. Ne, und die sind auch richtig fancy. Also die sind richtig cool, richtig, ja. Richtig super sahen die aus. Ne? Aber es geht auch munter weiter. Denn immer freitags ab 14 Uhr auf Twitch haben wir ja, diesen Freitag ab 15 Uhr, weil es ist ja wieder Präsenzunterricht. Ne? Ja, super. Ja, okay, dann diesen Freitag ab 15 Uhr Julian in Knechtschaft. Und sollen wir schon sagen, was der Knecht öffnen darf? Ja, wenn, ja. Zeitspirale Remastered. Toll. Das ist doch cool. Der Freitag-Knecht sich so. Ja, guck, das ist wunderbar. Ne? Heftig. Ja. Und Sonntag ab 14 Uhr auf Twitch gibt es bei uns wieder Live-Duelle. Und sollen wir sagen, was wir da spielen? Das spielen wir ein Zeitspirale Remastered Sealed Deck Duelle wird es da geben. Ne? Das heißt, auch davon wird es bei uns noch Deckbau-Videos geben. Die kommen dann jetzt nach und nach online. Also wir werden auch Zeitspirale Remastered natürlich unboxen und so. Und auch Deckbau-Videos zu unseren Constructed Decks werden auch noch online gehen. Aber das dann dazu. Gut, dann kommen wir erstmal zu den Kommentaren. Ja, da haben wir eure Reaktion zu den letzten News. Zeitspirale Remastered Spoiler 2 von Walter Knutbert. Bin sehr hyped auf die neue Edition und die neuen Karten. War ein sehr gutes Video, macht weiter so. Chris Magic, Time Spiral war 2006 schon ein super Set. Freue mich riesig auf die Neuauflage. Felix Lieber, sehr starkes Set mit tollen Karten. Das ist ja schon ein kleines Masters-Set. Mika Mautner, wow, da hat Wizards sich ja mal nicht lumpen lassen bei Time Spiral Remastered. So viele starke und teure Karten. Maligos 89. Schon traurig, dass mit meinen teuersten Karten erstmal im Preis sinken werden. Immerhin ist das Set limitiert. Dazu kann ich mal eben kurz zwischengrätschen. Also der Großteil von euch nimmt das Set sehr, sehr positiv auf. Ne? Ja. Und wir können nochmal darauf hinweisen, es ist halt ein limitiertes Set. Wizards geht sehr vorsichtig mit solchen Reprints auf. In der Regel, das waren nochmal Fragen, die in den News aufgetaucht sind, ist es dann so, dass bei den Einzelkarten, die jetzt hochpreisig waren und jetzt einen Reprint erfahren, da sackt der Preis erstmal natürlich ab, weil es jetzt einen Nachdruck davon gibt. Aber das hat die Zeit in der Vergangenheit gezeigt, erholen sich die Karten dann zum späteren Zeitpunkt. Wieder. Das braucht allerdings ungefähr ein Jahr mindestens oder so, bis sich da der Level dann wieder fängt oder wieder nach oben bewegt. Ne? Ja. Aber man kommt halt wieder ran. Ne? Und es ist wirklich ein sehr, sehr starkes Set. Ja. Gut. Dann Sebastian Schwarzner. Mal wieder super Video. Ich spiele Magic noch nicht so lange und kenne Zeitspirale noch nicht wirklich. Daher sind dann auch die alten Karten ganz was Neues für mich. Ich freue mich aber auf jeden Fall mega auf die Challenger-Decks. Und Lenny, super Video. Finde die Deckbilder-Videos sehr spannend.
Ja, in den letzten beiden Kommentaren sehen wir nochmal, wie groß auch die Bandbreite von Magic ist, ne? Dass auch viele Wiedereinsteiger dabei sind, viele Neulinge dabei sind und dass Magic unterschiedliche Produkte für verschiedene Spielertypen entwirft. Ne? Das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir auf Strixhaven eingehen. Auch da stellt sich die Edition mittlerweile breit gefächert auf, ne, dass man wirklich sagen kann, was passt zu mir. Ja, und Challenger Decks werden wir natürlich auch bespielen, kommen wir gleich nochmal an, wird auch eine super auch Sache cool sein. Ne? Und Deckbilder-Videos auch nochmal spannende Sache. Auch da streuen wir das entsprechend vom Einsteiger über vom Einsteiger-Video über das Constructed Full Power Deck-Video, wie auch dann nachher wieder Sealed Deck-Videos. Ist da auch wieder für jeden was dabei. Ja. Gut, aber dann weiter im Text mit den News. Ja. Die Friday Night Magic at Home Aktion wurde, wie gedacht, verlängert. Jetzt erstmal bis zum 2. April. Das heißt, wenn ihr Magic Arena zockt auf dem Freitag, dann könnt ihr uns einen Screenshot schicken und sendet den an mail@trader-online.de und wir können kosmetische Inhaltscodes euch verlosen. Ne? Denn die Nachfrage ist mittlerweile größer als die Anzahl an Codes, die wir erhalten. Aber macht da gerne mit, ne? Schickt uns einen Screenshot und mit Glück habt ihr einen Code. Ja. Zeitspirale Remastered ist jetzt der große Release. Steht kurz vor der Tür. Am 19.03. geht's los. Es ist ein One-Shot-Produkt, das heißt, Zeitspirale Remastered wird nicht durchgängig aufgelegt, sondern es praktisch kommt nur in einem Release. Und die Preise ziehen bereits an, weil die Artikel im Großhandel bereits vergriffen sind. Ne? Da merkt man auch, dass der Markt das Produkt als wertig aufnimmt, als hochwertig, weil auch wirklich sehr viele starke Reprints dabei sind. Ich gehe davon aus, dass die Preise sogar in naher Zeit noch weiter steigen werden. Einfach weil das immer so die Gesetze des Marktes sind. Wenn das Produkt sich verknappt oder so, dann fangen an die Preise sich nach oben zu bewegen. Und das haben sie in der letzten Woche getan. Ne? Also wenn es euch interessiert, wartet da nicht zu lange. Ja, wir werden es begleiten mit Unboxings und Sealed Deckbau und Duellen. Ja. Ne? Freue ich mich schon mega drauf. Wird cool. Ja. Dann kommt der Release der Challenger Decks 2021. Der wurde eine Woche nach hinten verschoben auf den 2. April aufgrund von Problemen in der Produktion, ne, sagt der Hersteller. Das ist bei uns entsprechend der Karfreitag. Wir versuchen natürlich, das Produkt schnellstmöglich in die Post zu geben. Da gab es aber noch keine offizielle Mitteilung, ob wir es schon am Donnerstag in die Post werden geben dürfen. Also schlimmstenfalls wird es am Samstag in die Post dann geben. Ne? Aber ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass wir es früher versenden dürfen. So, jetzt aber. Unser Thema für heute, Strixhaven Akademie der Magier. Das neue große Set entsprechend für Magic the Gathering. Ja. Vorverkauf läuft. Der Release ist der 23. April. Und im Groben, wir haben so ein bisschen hier was vorbereitet, können wir ein bisschen auf die Texte eingehen. Was ist denn Strixhaven? Ne, Magic sagt, in diesem neuesten Set stürzen sich Magic-Fans in den Kampf zwischen den 5 verschiedenen Fakultäten von Strixhaven, der renommiertesten Universität für magische Gelehrsamkeit im ganzen Magic-Multiversum. Ein, zwei Spiele haben so ein bisschen Harry Potter-Feeling gemunkelt oder so. Also wir sind einfach mal gucken, wir gehen ja gleich nochmal auf die Fakultäten ein. Jede Fakultät hat ihren ganz eigenen Charakter und ihren eigenen Spielstil. Die Spieler können sich die Fakultät aussuchen, die am besten zu ihnen passt. Ne? Und dann gehen wir mal direkt auf die erste. Das ist nämlich Kundhort oder auf Englisch Lorehold. Kundhort steht für gewisse Forscher und kühne Abenteurer, leidenschaftliche Gelehrte, die von der Geschichte besessen sind und die Vergangenheit erkunden, indem sie archäologische Artefakte untersuchen und längst verstorbene Geister beschwören. Für einige Studenten ist die Vergangenheit ein reich verzierter Teppich, eines disziplinierten Studiums würdig. Andere tragen diesen Teppich wie einen Umhang, während sie in ein vergessenes Grab hinunterspringen. Das ist ja, klingt ja schon sehr vielseitig. Ja. Und wir haben schon die erste Karte, da sehen wir auch, es gibt die Karten wieder den Kundhort-Befehl. Ne? Jede Fakultät hat einen Befehl. Ja. Und den haben wir immer im regulären Kartendesign sowie im Full-Art-Design. Ne? Mhm. So, dann gehen wir mal auf den Kundhort-Befehl. Was kann er denn? Für ein weißes, ein rotes. Da sehen wir also Kundhort ist die Farbkombination weiß-rot. Burst. Ja. Finde ich schon sehr, sehr spannend. Toll, ne? Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Farbkombination. Also man kann ja mittlerweile alles kombinieren und da kommen auch coole Effekte bei rum. Ne? Ja. So, bestimme, Spontanzauber, bestimme 2. Erzeuge einen 3-2 roten und weißen Geistkreaturen-Spielstein. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 Unzerstörbarkeit und Eile bis zum Ende des Zuges.
Der Kundhortbefehl fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ein Spieler deiner Wahl erhält 3 Lebenspunkte dazu. Opfere eine bleibende Karte und ziehe dann 2 Karten. Zeigt, interessant. Du sagst direkt so, oh. Ne? Es zeigt krass. Einfach, Magic ist ja ein Optionsspiel und es gibt dir einfach mittlerweile immer mehr Optionen an die Hand. Ich fand ja die Sagen in Kaltheim auch schon total krass. Ja, ne? Wenn du sagst, auf Stufe 1 passiert das, auf Stufe 2 passiert das, auf Stufe 3 passiert das. Also da wird die Magic, war noch richtig stark, da wird Magic einfach komplexer und auch der Befehl passt sich einfach viel besser an die Spielsituation an. Ja, ne? Kann richtig stark sein. Ja. So, dann gehen wir mal auf die nächste Fakultät. Das wäre Prismari. Prismari-Studenten sind die Theatergruppe von Strixhaven und ihre Magie ist ihre Ausdrucksform. Ihre Zaubersprüche können Spektakel roher Kreativität sein oder akribisch ausgearbeitete Kunst. Für Prismari-Studenten ist die ganze Welt eine Bühne und unabhängig davon, ob ihre Kunst durch Verstand oder Emotionen geprägt ist, hinterlassen sie immer einen bleibenden Eindruck. Das haben sie ja schön geschrieben. Ja, ne? Das haben sie sehr schön geschrieben. Ja, wunderbar. So, dann gucken wir uns mal, also Prismari ist blau-rot. Dann gucken wir uns mal den Prismari. Blau-rot ist auch eine mega böse Farbkombination. Ja. So, bestimme 2. Der Prismari-Befehl fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Kostet ja nur 3 Mana der Befehl jetzt, ne? Mhm. Ja. Ein Spieler deiner Wahl zieht 2 Karten und wirft dann 2 Karten ab. Ein Spieler deiner Wahl erzeugt einen Schatzspielstein. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Hm? Heißt eigentlich, ich finde den auch gut. Im Groben ist es ja nochmal wieder so eine Optionenkarte. Ja, genau. Wo du sagst, was brauchen wir denn gerade? Fehlt mir irgendwie da noch ein Mana, weil ich nochmal mehr farbiger spiele? Ne? Oder einfach dieses Schadenschießen, Karte ziehen, abwerfen. Ja, das ist eigentlich das ist das, was Blau und Rot halt auch macht. Ne? Genau. Gut, und wir sind sehr gespannt, was denn entsprechend noch die anderen Karten der Fakultät beinhalten. Gut, gehen wir zur nächsten. Da haben wir Quandrix. Das ist deine Farbe, ne? Matte, blau, blau, blau. Matte ist Magic. Quandrix-Magier sind geniale Matte-Magier. Sie studieren Muster, Fraktale und Symmetrien, um Macht über die grundlegenden Kräfte der Natur auszuüben. Sie lösen einen Zauberwürfel, während sie über ihre mega physischen Eigenschaften des Universums nachdenken und können sämtliche Stellen von Pi rückwärts aufsagen. So, dann wird's also. Kann ich auch. Ist genau dein Ding, ne? Ja. Okay, so, dann guck mal. Also, Quandrix ist grün-blau. Simic, ne? Ja. So, der Spontanzauber, der Quandrix-Befehl kostet auch wieder nur 3 Mana. Und bestimme 2, bringe eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl auf die Hand ihres bzw. seines Besitzers zurück. Neutralisiere ein Artefakt oder Verzauberungszauber deiner Wahl. Lege 2+1+1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Ein Spieler deiner Wahl mischt bis zu 3 Karten deiner Wahl aus seinem Friedhof in seine Bibliothek. Ja. Schon mal den ersten Eindruck auf Quandrix. Auch so. Interessant, ja. Ja, würde ich mal gucken, was denn noch so kommt. Mhm. Sehr spannend finde ich aber jetzt hier zum Beispiel Silberkiel. Oh ja. So, das wird jetzt wird's düsterer, ne? Finde ich schon gut. Ja. Silberkiel-Magier setzen auf Wortmagie von inspirierenden Kampfgedichten bis hin zu bissigen arkanen Beleidigungen. Diese stilvollen, einschüchternden und auf Wettbewerb fixierten Magier sind geborene Anführer mit rasiermesserscharfem Verstand und natürlichem Charisma, die sich für Gutes oder Böses einsetzen können. Und da sehen wir entsprechend, ja, ne, wir sind jetzt auf Weiß und auf Schwarz. Oh, Zoff, ja. Ja. Ne? Sehr gute Farbkombination. Der Befehl kostet entsprechend dann wieder 4 Mana und sagt, bestimme 2. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 und Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ein Spieler deiner Wahl zieht eine Karte, verliert einen Lebenspunkt. Ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur. Finde ich auch sehr stark. Ja. Einfach wieder das, was halt Weiß und Schwarz so machen. Ne? Auf eine Karte. Und dieses, also Multicolored kam bei euch auch immer sehr, sehr gut an, weil einfach die Karten natürlich mächtig sind. Ne? Also dadurch, Multicolored-Karten sind einfach immer noch mal einen Tacken mächtiger als entsprechend ihre einfarbigen Varianten. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was sie da zaubern. Aber kommen wir mal zur fünften und letzten Fakultät. Das ist Blütenwelk, also Witherbloom. Blütenwerk-Studenten sind Goths mit Hauptfach Biologie. Sie ziehen Kraft aus der Essenz von Lebewesen, was bedeuten kann, die Natur entweder zu optimieren oder auszubeuten.
Blütenwelk Magier sind ganz in ihrem Element, wenn sie Zombie-Krokodile reiten, Kräuter für Tränke pflücken oder in ihrem Sumpf zusammensitzen und düstere Witze machen. Hexen, so richtig. So, und der Blütenwelk-Befehl ist der günstigste. Er kostet nur ein schwarzes, ein grünes Mana, Hexerei. Oh. Bestimme 2. Ein Spieler deiner Wahl mildt 3 Karten. Bringe dann eine Länderkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag 2 oder weniger, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Eine Kreatur deiner Wahl erhält -3/-1 bis zum Ende des Zuges. Ein Gegner deiner Wahl verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Ja. Na, so, das entsprechend schon mal als Übersicht zu den Befehlen. Kommen wir mal zu den Produkten. Verklicker mich hier die ganze Zeit. So. Ja, so. Denn wir haben in Strixhaven haben wir wieder. Wir haben Draft Booster, Set Booster, Sammler Booster, Bundles, Themen Booster, ja, und Pre-Release Packs. Die Pre-Release Packs wird es bei uns später im Shop zu bestellen geben. Und das Schöne ist, alle Artikel gibt es deutschsprachig. Ja. Ja. So. Jetzt aber auch nochmal, wie bei zuletzt bei Ikoria, ist ja wie gleich beim Set, beim Frühjahrsset, kommt wieder eigentlich die Commander-Edition. Mhm. Ja? Und da haben wir es jetzt auch so, dass jede Fakultät kommt nochmal mit einem eigenen Commander-Deck. Das heißt, wir haben eigentlich die Strixhaven-Edition und wir haben die Commander 2021-Edition, nenne ich es jetzt mal, die aber auf Strixhaven spielt. Ja. Auch interessant. Ja, ne, also sie sagen, der Hersteller sagt, jede Fakultät hat ihr eigenes Commander-Deck. Diese Decks enthalten 81 neue Karten. Mehr sagen sie noch nicht. Jetzt weiß ich jetzt nicht, das wissen wir noch nicht. Sind das jetzt irgendwie Karten, die teils aus Strixhaven kommen oder sind es halt komplett andere Karten? Ja. Die Informationen geben wir euch natürlich später an die Hand. Ne? Aber generell waren die Commander-Sets sind eigentlich immer ein sicherer Kauf, weil die so voller Rare-Karten sind, immer jede Karte ja, nur einmal und vom Preis-Leistungs-Verhältnis da ja eigentlich wirklich immer super. Ne? Und das sind so manche Artikel, wie jetzt zum Beispiel die Commander-Decks, die gibt es bei uns aktuell nur im Set zu bestellen, weil auch wir den genauen Inhalt der einzelnen Decks jetzt noch nicht kennen. Aber jede Fakultät hat halt ein Deck und dann spätestens zum Release wird es die Decks auch einzeln zu bestellen geben. Mhm. So, das dazu. Jetzt kommt aber noch was ganz Spannendes, denn das mystische Archiv eingeführt. Ne, sie machen es ja immer jetzt in der letzten Zeit so, dass du auch wie bei Zeitspirale Remastered nochmal einen Extra-Slot hast. Ja. Ne? Oder wie auch bei den Set-Boostern, dass nochmal eine Karte drin sein kann aus der Liste. Ne? Set-Booster gibt es ja hier zu Strixhaven entsprechend auch. Aber das mystische Archiv, schreiben sie, ist eine Bibliothek historischer Zaubersprüche aus Strixhaven, zu der alle Studenten Zugang haben und es ist etwas für jeden dabei. Diese Sammlung enthält 63 Karten aus der Geschichte von Magic. So, und da sehen wir schon, dass wir, kurz weiter im Text, Karten aus dem mystischen Archiv befinden sich im gesamten Set oder und zwar in den Draft-Boostern sowie in den Set-Boostern. Enthalten eine Karte aus dem mystischen Archiv und Sammler-Booster mindestens 3. Oh. Ja, das mystische Archiv ist in allen Sprachen verfügbar. Ja, ne, und ganz spannend ist nochmal, dass es auch japanische Varianten für die Karten aus dem mystischen Archiv geben wird. Mhm. Diese sind in japanischen Draft- und Set-Boostern zu finden, aber Sammler-Booster in allen Sprachen enthalten mindestens eine japanische Variante. Finde ich mega cool. Ne, das ist nochmal wieder, ja. Jetzt gehen wir mal auf die Karten ein. Das heißt, also so wie wir es verstehen, enthält jeder Booster eine Karte aus dem mystischen Archiv. Dass praktisch der Booster einen Extra-Slot hat. So verstehe ich es jetzt. Ne? Wenn Sie sagen, Sie befinden sich im gesamten Draft- und Set-Booster, enthalten eine Karte aus dem mystischen Archiv. Ne? Ja. So, aber wir werden es spätestens beim Unboxing sehen. Aber so verstehen wir es. Genau. Und dann haben wir jetzt hier schon mal die Swords to Plowshares, Schwerter zu Flugscharen. Da sehen wir für ein weißes Mana, ist jetzt im Rare-Status, ne, und sagt, exile eine Zielkreatur, ihr Beherrscher erhält Lebenspunkte gleich ihrer Stärke.
Ne? Ja, als Spontanzauber. Ist einer der stärksten Removal-Spells in Weiß, wenn nicht sogar der stärkste Removal-Spell. Ja, der ist mega krass, dass sie den wieder reingebracht haben. Ne? Und die Karte kannst du entsprechend halt auch in diesem japanischen Anime-Design halt ziehen. Ne? Was ja natürlich nochmal was für die Sammler ist. Genau. Ja, wo du auch sagen kannst, das ist schon sehr, sehr cool. Ein richtiger Samurai, sieht mega nice aus, meiner Meinung nach. Ja. So, aber wir haben auch dann jetzt als in der ungewöhnlichen Rarität die Karte Optionen. Ja, genau. Na, für ein blaues Mana, Spontanzauber, Hellsicht 1, ziehe eine Karte. Auch wieder eine richtig, richtig gute Karte, ne, die man in jedes blaue Deck reinhauen kann. Genau. Wieder in diesem Special Design. Und entsprechend auch nochmal im ganz anderen Design in der Anime-Japan-Variante. Ich finde die Japan-Variante ja so mega. Also, das sieht so cool aus, die möchte ich unbedingt haben. Also Sammelbooster muss Collector-Booster muss ich unbedingt. Wir haben auch die japanischen Set-Displays, konnten wir nur vorbestellen, Set-Booster-Displays. Ja. Da wurde uns aber schon mitgeteilt, die werden limitiert kommen und die werden wohl nicht zum Release kommen. Das heißt, es gibt auf dieser Artikel gibt es keinen Vorverkauf. Wir werden euch aber informieren, wenn wir japanische Set-Booster-Displays vorrätig haben. Darauf freue ich mich schon richtig. Ja, das ist halt das Spezielle. Ne? Also, ja. Gut, aber wir sehen, das ist jetzt eine ungewöhnliche Karte. Ne? Und dann haben wir nochmal die sagenhaft, die Mythic Rare gibt es auch nochmal im Slot. Finde ich auch krass, dass sie die wiedergebracht haben. Ne? Also. Das ist nochmal wieder, da mischen sie auch richtige Money Rares rein. Aber richtig, Das ist dann der dämonische Lehrmeister. Für ein schwarzes, ein weißes Mana, Hexerei. Durchsuch deine Bibliothek nach einer Karte, nimm die Karte auf deine Hand, dann mische deine Bibliothek. Ja? Man zieht das, was man will, ohne irgendwie Lebenspunkte zu verlieren, kriegt die Karte direkt auf die Hand. Diese Karten sind übrigens, also der dämonische Tutor ist zum Beispiel nicht standardlegal, sondern ja, die Karten sind halt immer dann in den Formaten legal, in denen ihre ursprüngliche Booster-Variante legal ist. Da muss man also so gesehen mal nachgucken. Ja, aber, genau. Aber es finden ja gerade sowieso keine Turniere statt. Für den Hausgebrauch könnt ihr sowieso einfach die Karten spielen, die ihr besitzt. Ne? Einigt euch da im Freundes-Familienkreis auf Formate oder spielt einfach das, was ihr habt. Ne? Und ich finde das auch mega cool. Ja, und auch das japanische Artwork sieht auch wieder mega aus. Das sieht mega fett aus. Nur ich kann es ja nicht lesen. Also insofern ist es dann wirklich halt was für die Sammler. Ne? Für die absoluten Fans. Ne? Ja. Ich finde aber so das Design der Karten aus dem mystischen Archiv finde ich auch schon richtig cool. Ja, die sehen auch schon wirklich mega aus. Und ich finde, das reißt es nochmal wirklich raus. Also das wirklich Magic mit diesen Reprints, sie hypen die Produkte schon an. Ne? Also ob es jetzt wie bei Zeitspirale Remasters ist, dass sie sagen, okay, du hast nochmal einmal diesen Extra-Slot, wo sie dann nochmal durch alle Raritäten dann entsprechend nochmal Karten aus anderen Editionen bunt gemischt reinbringen. Ja. Aber immer gespickt mit absoluten Highlights. Und dass sie das jetzt in Strixhaven dann auch so vorziehen, macht die Edition einfach nochmal deutlich cooler. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und es passt ja von der Thematik her entsprechend auch, dass sie sagen, so guck mal hier, das sind nochmal die Karten, ne, aus dem müssen Archiv, starke Zaubersprüche entsprechend hier für jeden aus der Bibliothek nochmal, so die richtig krassen Sachen. Mega cool. Bin ich schon richtig hyped. Angehypt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es klingt schon alles sehr, sehr gut. Der Hype-Train ist schon... Ja, der ist schon aufgestartet hier. Ne? Aber so viel an dieser Stelle von uns zur Edition als Ersteindruck entsprechend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Feelings sind. Ne? Und ja, wir greifen das natürlich auf, bringen das mit in die nächsten News. Ja. Ne? Und die Reise geht ja auch bald weiter. Die Spoiler-Season soll ab dem 25. März losgehen. Und dann geht's in die Einzelkarten. Da werden wir natürlich dann auch mit Matthias wieder mit dabei, euch entsprechend die Karten nochmal weiter genauer vorstellen. Ja. Genau. Und wird nicht langweilig hier mit Magic. Wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Wir freuen uns drauf. Und dann sind wir raus, wünschen euch Gesundheit und viel Spaß mit Magic. Bis dann. Ciao. Tschüss.